Ja, hallöchen, meine lieben Freunde. Endlich sind wir wieder zurück zu unseren Madagaskar-Let's Plays. Ja, ich hatte eine kleine Winterpause, tut mir leid. Mein PC hatte kleine Probleme, hat er immer noch. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch alles, so wie ich das möchte. Und ja, ich werde mal ein bisschen erzählen, was es da Neues gibt, falls es was Neues gibt. Das hatten wir als letztes gemacht, das Raubtier in dir. Und nun kommt zurück zum Strand, was wir auch direkt mal starten. Ja. Gloria, sag ihm, er soll sich zusammenreißen und nicht so schreien. Merman, halt den Schnabel. Okay, Leute, wir müssen runter von dieser Insel, bevor wir alle den Verstand verlieren. Wir müssen Alex Leuchtsignal reparieren und um Hilfe rufen. Hat da jemand was von einem Leuchtsignal gesagt? Da kann ich mich drum kümmern. Wirklich? Oh, Wilbur, ich könnte dich küssen, wenn ich mich heute nicht schon gewaschen hätte. Also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Na schön, dann bringen wir erst die schlechte hinter uns. Die schlechte Nachricht ist, dass das Leuchtsignal abgebrannt ist. Das wissen wir. Wir kommen nie von dieser Kannibaleninsel weg. Ganz ruhig, Merman. Sag uns die gute Nachricht. Naja, auf diesem Strand verstreut gibt es Teile, aus denen ihr ein neues Signal bauen könntet. Wenn ihr sie alle findet, werden euch ein paar Lemuren sicher bei der Montage helfen. Und Gloria, wie steht's mit dem Kuss? Wie wär's, wenn wir erst das Signal aufbauen? So. Ja, ihr habt ja gehört, was jetzt Sache ist, was wir tun sollen, und ich würde sagen, wie ging das nochmal? Achso, ich habe jetzt schon so lange mehr gespielt, das muss ich erstmal wieder gucken, wie das alles funktioniert. Ach, wir gehen jetzt auch mal zu ihm. Ups, ja, wir gehen jetzt auch mal zu ihm. Hey Baby, ich habe ein kleines Problemchen mit diesen Krebsen. Na klasse. Sie zwicken mich ständig und, ob du es glaubst oder nicht, meine Hufe sind nicht mehr so schnell wie früher. Vielleicht kannst du ja ein paar von ihnen platt machen. Wenn es mir hilft, ein Signalteil zu finden, spiele ich gern, hau den Lukas. Also, wenn du rechtzeitig genügend Krebse zermalmst, dann bekommst du ein Signalteil. Und ein bisschen exklusive Kuschelzeit mit mir, versteht sich. Ja. Deine Zange für dich. Such dir einen anderen Loser zum... Ja. Nein. Ja. Nein, jetzt. Nein, jetzt. Gut so, gemacht. Das war's dann schon. Und jetzt reden wir über uns. Und wir haben auch direkt den Kopf gefunden. Ist das richtig? Und, Gloria? Ist ja wie in Minecraft. Hier gibt es auch keine Schwerelosigkeit. Wo mein dieser Dings gerade ist. So. Als nächstes nochmal zu Wilbur. Hallo. Ich glaube, ein Teil des Leuchtsignals ist in diesen Kisten versteckt. Ich schlage vor, wir nutzen unsere natürliche Harmonie und arbeiten eng zusammen, um diese Kisten zu zertrümmern, bevor die Ebbe sie aufs Meer hinausträgt. Zertrümmere die Kisten. Okay, 14 Stück. So. Ja, das läuft doch ganz gut. Huch. Ich glaube, ich habe da so eine Kiste verfehlt. La, 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 la. Ich darf hier wirklich keine verfehlen. Ich bade ja liebend gern, aber wir müssen Signalteile finden. So, und einmal so, und einmal so. Das hört sich gut an. Zack. Ja. Ich sollte das Baby nur... Weiter geht's, weiter geht's. Tolles Teamwork. Ich muss sagen, wir ergänzen einander großartig. Teamwork? Du hast nicht eine einzige Kiste geöffnet. Nein. Und das zweite Teil von... Wie viel waren es? 10.
Ja, das geht ja eigentlich ganz schnell, finde ich. Dann nehmen wir jetzt unseren lieben Merman. Nee, Marty. Ich hab gerade verwechselt. Diesen. Übernimmst du mal? Ich brauche meinen Schönheitsschlag. Keine Sorge, Marty übernimmt. Ja, der ist auch bitter nötig. Das wollte ich jetzt nicht so ausführen. Da. Nee, wie war das? Kann man nicht mit Schnelllaufen an? Ich glaube, wir brauchen nochmal Gloria. Sie hat was vergessen. Hey, Baby, ja, alles so klar? Das. Nenn mich nicht Baby. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt ganz schnell hier. Damit ich das in einem Part zusammenkriege. Falls nicht, muss ich eben ein bisschen schneiden. Übernimmst du mal? Naja. Ich brauche meinen Schönheitsschlag. Keine Sorge, Marty übernimmt den Fall. Wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt schon bei 5 bis 6 Minuten oder so ähnlich. Mist, ich habe eins vergessen. Das kann man doch gleich Gloria einsammeln. Brauche ich ein paar Mal rumlaufen. Hey, Baby, alles klar? Nenn mich nicht Baby. Eigentlich wollte ich ja noch... Hoppala. Nein. Abbrechen. Nee. C. Das. Nee. Q. Ah, Q. Ich habe jetzt seit über einem Monat nicht gespielt. Ich muss vielleicht mal da reinfinden hier. Schon viel besser. Und rums. Das gehört mir. Total. So. Nun brauchen wir trotzdem Marty. So. Hey Marty, was geht? Ich mag mich ja täuschen, aber ich glaube, mein Groove ist jetzt gefragt. Das war ein bisschen nervig, aber... Naja, wen interessiert's? So, von wo müssen wir jetzt da drauf springen? Nein. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, dann machen wir es mal hier weiter. Hey, warum holst du nicht mal deinen Freund Merman? Okay, warte mal, wollte ich eh machen. Unser giraffiger Freund. Jetzt hau sie um da draußen, Kumpel. Wen umhauen? Warum muss immer alles so gefährlich sein? Merman, unsere Scouts haben ein wichtiges Teil des Leuchtsignals gefunden. Es liegt auf diesem Felsen dort und ich denke, du könntest den nötigen Grips haben, um es zu holen. Wirf die Lemuren. Ach so. Hui, oh, das war zu weit. Und nun ganz, ganz klein bisschen. Ja, das war auch ein wenig zu wenig. So, das müsste passen. Yes! Passt. Beeilung, Melman. Du hast noch zwei vor dir. Ja, so sieht's aus. Wie müssen die da auch hoch? Einfach genial! Das war gegen die Wand. Ich möchte mal was ausprobieren. Sorry, aber das muss jetzt sein. Ach so. Schade. Einfach genial! Immer noch so weit. Sag mal, das gibt's doch nicht. Einfach genial! Yes! Yeah. Vorsicht bei dem letzten. Das wird ein langer Wurf. Ist doch schön. Kann ich wenigstens nicht ausholen. Das war ein bisschen zu weit ausgeholt, würde ich mal sagen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, aber... Mann... Yes!
genau getroffen. Guter Wurf. Das wäre erledigt. Und jetzt nimm dir dein Signalteil. Erledigt? Wenn ich ab und zu mal nicht rede. Ich trinke wahrscheinlich aber schon. Ja. Ach ja, der hat einen Hubschrauber gehabt, genau. Ja, ein kleiner Gag ist hier sozusagen. Und zwar hat Merman hier seine Memoiren geschrieben. Ja, wir brauchen Gloria. Dringendst. Dafür muss ich auch mal so ein komisches Schild finden. Da unten, okay. Das schaffe. Das ist jetzt aber auch richtig schwer, hier so rüber zu fliegen. Und dann hey, so gut habe ich mich nicht mehr gefühlt, Zeit. Ich weiß auch nicht. Das geht doch eigentlich ziemlich zügig. Ich glaube, wir sind jetzt bei 10 Minuten oder so. Ungefähr müsste es hinkommen. Ja, und naja. Tschüss, Gloria. Pass auf dich auf. Haben immerhin schon mal die Hälfte der Teile. Ich schätze mal, wir werden auf 20 Minuten kommen. Durch da. Ja, das war gut. Banzai! Ach so. Ja. Na, nein. Du bist dran, Marty. Ich nehme ein Schlammbad. Klingt gut, Gloria. Also für dich zumindest. Greifen jetzt nämlich hier einmal rüber jumpen müssen, damit wir an dieses wunderschöne Teil kommen. Booyakasha! So, und einmal noch. Jetzt schaffe ich es aber. Schmetterling. Ah! Nein! Ah, Glück gehabt. Ja. Was gibt's eigentlich zu erzählen? Naja, eigentlich nicht so viel. Naja, okay, meine, was ich erzählen kann. Mein Let's Play ist nämlich langsam richtig Fahrt auf. Ich glaube, mein bestes Let's Play hiervon, von Madagaskar, hat mittlerweile 210 ungefähr. 210 bis 22 Klicks. Und naja. Schon schön. Wer muss denn hier rein? Ach, da bin ich ja gerade richtig. Das finde ich aber schön. Ach ja, da war ja was. Hey, Zebra! Diese Schildkröten ärgern mich. Sie stoßen ständig das Obst aus meinem Baum. Ich habe sie gebeten, es sein zu lassen, aber das schien sie nur aufzuregen. Kannst du das für mich in Ordnung bringen? Kein Problem. Diese Kröten werden dich und dein Obst nie wieder belästigen. Ich mache ihnen einfach ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Oh, ja. Das ist toll. Vielen Dank. Sag mal, du hast schon vor, sie zu treten, oder? Schütze den Obstbaum. Fertig! Ihr steht vor einem ebenbürtigen Gegner. Besser gesagt, vor eurem Meister. Ach so geht das, ja. Eure Panzer sind einfach zum Treten geschaffen. Komm her hier, komm. Was ist nur aus den langsamen, netten Schildkröten geworden? Ja, die sind adieu, weg, ne, und so. Ihr steht vor einem ebenbürtigen Gegner. Besser gesagt, vor eurem Meister. Schaff ich. Komm her. Eure Panzer sind einfach zum Treten geschaffen. Ja. Ich hab die doch aber getroffen. Oh nein, wieso? Sie haben alles Obst runtergeworfen. Für normal. Blöde Schildkröte. Ich hatte doch 6. Naja, jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Einmal raus, einmal rein oder was? Hey, Zebra!
Schütze den Obstbaum. Ah, das kennen wir jetzt schon. Komm zurück. Los, komm her. Was ist nur aus den langsamen, netten Schildkröten geworden? Ihr steht vor einem ebenbürtigen Gegner. Besser gesagt, vor eurem Meister. Eure Panzer sind einfach zum Treten geschaffen. Du hast es geschafft. Die Schildkröten haben ganz schön gestaunt. Hier, nimm dieses Signalteil mit. Ich bleibe hier und fresse eine Weile, okay? Ich glaube, jetzt haben wir 8 Teile schon zusammen. Ja, 8 Teile. Dann fehlen uns jetzt noch 2. Welche vielleicht noch eine Aufgabe? Oder nicht? Jetzt sammle ich hier noch ganz schnell die Münzen ein. Wir kommen schneller voran, als ich dachte. Das gefällt mir teilweise gar nicht. Und da haben wir nochmal Gloria. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, als diese dieser Dings da rausgesprungen ist. Hey, Baby, alles klar? Nenn mich nicht Baby. Ich habe jetzt übrigens eine neue Maus, eine Gaming-Maus, weil ich meine alte Maus gegen die Wand geworfen habe, als ich mich in Minecraft erschrocken habe. Ich habe dort einfach ein bisschen, ja, gespielt und auf einmal kam dort ein Skelett um die Ecke gesprungen in einer Höhle und naja, es ist gekommen, wie es kommen musste. Ich habe mich erschrocken und gestorben, hab die Wand gegen eine Wand geworfen, sicher. Und habe die Maus. Maus. Du bist die Maus. Ich nehme einen Schlamm, weil ich mich so erschrocken hatte. Also für dich zumindest. Und naja. Ja, kletter mal schön hoch da. So, wer weiß, was es wird. Die Freiheitsstatue natürlich. Du willst kämpfen? Du musst irre sein. Ja. Nichts schlägt meine Technik. Dein Stil ist schwach und unentwickelt. Meine Schüler sind besser als du. Ist dieser lächerliche Akzent echt? Nein, natürlich nicht. Aber verlieren wirst du trotzdem. Nummer 1, besieg ihn. Was denn? Jetzt ach sind ja, auch noch das die Krokus böse auf mich? Aua. Aha. Nehmt euch in Acht, ich bin keins von diesen braven Naturfilm-Zebras. Na, Nummer 1 war sowieso nichts. Nummer 2, übernimm du das. Leg dich nicht mit mir so, das geht jetzt weiter bis Nummer 5826. Ich hoffe, ihr habt Zeit mit ihm gebracht, weil das wird dauern. Nein, Spaß. Ich glaube, das waren 5 oder 6 Stück, die ich hier umbringen musste. Ja, umbringen ist jetzt zu hart ausgedrückt. Das ist ja mehr ein Abschlachten. So. Oh, wie ich sehe, hast du meine Schüler besiegt. Deine Technik ist wohl doch nicht ganz so schwach. Nun, stell dich dem ultimativen Gegner. Ja, so viel zu 6 Gegner. Nehmen wir mal die Hälfte. Das sind nämlich 3. Und, ja. Oh mein Gott! Ja, ich bin hier. Ja. 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 So, ja, das war jetzt gerade mein Vater. Der nicht, weiß nicht, wie es mir weiter. Und, naja. Ich bin eh immer der Buhmann. Also. Und das war's. Oh,
Deine Technik ist beeindruckend. Du hast mich besiegt. Das habe ich gesehen. Ja. Tja, Gloria. Ich glaube, wir haben da noch einen Kuss zu besprechen. Oh ja, spitz die Lippen, Augen zu und den Kuss bekommst nur du. Psst, Merman, mach du das. Kommt nicht in Frage. Wer weiß, wo die Schnauze gewesen ist. Stell dir vor, er wäre eine große Erdnuss. Dann hast du auch was gut bei mir. Oh, war das anmachen? Ja. Oh, Baby! Das war ein Kuss! Pfui! Ich sehe es sogar mit geschlossenen Augen! Ich auch. Naja, es ist vorbei. Also warten wir einfach hier und... Marty? Alles in Ordnung? Ich kann einfach nicht ohne Alex weg! Aber Marty, er wollte dich fressen! Das hatte ich wohl verdient, weil ich uns alle da reingeritten habe! Und ich lass mir 1000 Mal in den Hintern beißen, wenn ich dadurch meinen Freund rette! Sagen wir 100 Mal. Ein 1000 Mal. 3 Mal. Bleibt ihr hier und haltet die Augen offen. Ich gehe Alex suchen. Du hast doch keine Ahnung, wo er sein könnte. Ich besorg mir Hilfe. Bis dann. Und ja, damit haben wir ihn, glaube ich, 22 Minuten ungefähr jetzt diesen Part geschafft. War ein sehr schneller Part, wie ich finde. Und ja, als nächstes kam Marty, der Retter. Und ja, damit sage ich bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Rubber Ducky Let's Play. Ciao.